Juh. Alles gut. Ja, es geht. Es geht. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich starte jetzt auch gleich das Spiel. Das dauert hier gerade mal wieder alles so seine Zeit. Das Spiel will mal wieder nicht so, wie ich will. Beziehungsweise der PC will nicht so, wie ich will. Klappt's jetzt? Ja, nein. Müsste. Falls ihr angeschrien werdet, das tut mir leid. Oh Gott sei Dank, das Bild wird angezeigt. Ich musste natürlich gerade erstmal was umändern. Ich hatte nämlich Angst, dass das Bild nicht gezeigt wird. Jo. Das einzig Dämliche ist, ich musste einen neuen Account, also Account, einen neuen Spielstand erstellen. Wir hatten ja schon mal einen. Das Dämliche dabei. Ich habe vergessen, dass das der Stream-Spielstand war und ich hatte ihn gelöscht. Stand über mein Haupt. Das heißt, wir starten quasi nochmal bei Null. Obwohl ich halt, ich hatte dieselben Einstellungen und alles. Aber egal. Ob das war, das macht aber egal. Passt. Also, na, ich hoffe, es geht dir soweit gut. Bei mir ist es halt so, naja. Es ging schon mal besser. Sag ich einfach mal so. Aber das wird. Ich habe mir Essen bestellt. Also nicht für jetzt, sondern für heute Abend. Deswegen. Ja, Codierung überlastet. Wenn die Ladezeit mal vorbeigehen würde, dann würde sich das Ganze auch mal ändern. Scheiß Ladezeiten. Ich bewege mich gerade übrigens absichtlich nicht. Alter Spiel, könntest du bitte schneller laden? Ich weiß nicht, wie lange der Stream das so noch durchhält. Alter. Lädt sich halt einfach gerade zu Tode. Die FPS sollten gleich wieder besser werden. Sie gehen zumindest. Okay, ich wollte gerade sagen, sie gehen nach oben, aber. Das Spiel braucht seine Zeit. Braucht ihr nicht leid, man. Alles gut. Es kommen auch wieder bessere Tage. Es kommen auch wieder bessere Tage. Vor allem, wenn das Spiel mal laden würde. Problem ist, ich kann die FPS aber auch nicht runterstellen. Hast du wirklich fertig geladen? Danke. Jetzt sehen die Zahlen nämlich schon wieder gut aus. Bitte nicht nochmal laden. Okay. Alter Falter. Wie lange wollen sie laden? Ja. Ach ja. Hi. Ja, das hatten wir schon tausendmal. Danke. Vor allem tausendmal. Bitte nicht wieder so lange laden. Oh. Ich habe immer Angst vor Ladezeiten. Ich habe eine Ladezeitenphobie. Vor allem, ich hätte eigentlich Tutorial ausgestellt. Jetzt habe ich trotzdem Tutorial. Meine Güte, ey. Ich will kein. Kann ich das nicht irgendwie ausschalten? Ja, toll.
Kann ich das nicht alles irgendwie einmal ausschalten? Egal, egal, ich fahre jetzt einfach. Ich habe keinen Bock. Nein, nein, nein. Komm, 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 komm. Raus, 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 raus. Ich will hier einfach nur weg. Ja, ich weiß. Lass mich. Ich will halt einfach nur dieses scheiß Tutorial-Ding da weg haben. Mehr will ich gar nicht. Das, triggert halt auch nur so dezent. Beziehungsweise sieht das alles gerade sehr, sehr seltsam aus hier. Kann ich nicht? Ich habe hier gerade ganz seltsame Vibes. Im schlimmsten Fall starte ich halt einfach gleich in meinen privaten Spielstand. Egal, ich fahre erstmal kurz. Ich habe die Hoffnung, dass es danach die alte Ansicht wieder bekommt. Hauptsache, ich komme hier weg. Ist ja doch überhaupt nicht nervig. Ich würde ja gerne ausgewählt. Fehlt halt einfach die Hälfte, ne? Ich habe halt nur das Kleine da wieder unten gerade. Sonst habe ich hier halt gerade einfach nichts. Das Ganze ein bisschen erschwert. Ich muss unbedingt gleich einmal kurz gucken, dass ich das Ganze hier. Ich kam halt auch gar nicht erst ins Menü rein. Es kam halt einfach direkt das Ding rein. Mal gucken, was passiert, wenn ich das ganze Ding erstmal abgebe. Weil ich war so schlau und habe gestern ein bisschen an ein paar Mods rumprobiert. Eigentlich nur an einer. Gestern Abend lief es wunderbar. Was jetzt hier der Fehler ist, weiß ich nicht. Ich würde es vielleicht auch gar nicht wissen. Ich will hier einfach nur noch weg. Von mir habe halt einfach keine Ansicht. Nichts. Ist doch nicht normal. Wenn ich es irgendwie einstellen kann, dann wüsste ich es gerne. Hi. Er fehlt halt so einiges. Ah ja, gut, das wird mir jetzt wenigstens angezeigt. Aber auch nur kurzzeitig. Danke. Für nichts. Ich habe Autopilot dran? Nee. Okay. Wenn ich das jetzt. Bleibt das so? Könnte. Verschwindest du? Nee, ich glaube, es bleibt. Oh mein Gott, das wäre natürlich toll. Dann wäre immer noch die Frage, warum das Menü so komisch aussieht. Lass mich runter, lass mich runter, lass mich runter, lass mich runter, lass mich runter. Werfe du hier weg.
Aber hey, der EKW steht noch. Der ist so ruhig, der Motor. Jetzt. Oh, ich muss hier runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, meine Tasten sind auf jeden Fall so wie gestern eingestellt. Das ist schon mal gut. Man sollte Spiele vorher auf jeden Fall immer testen. Ja, ich fahre da jetzt einfach mal kurz drüber weg. Ist mir jetzt gerade kurz Wumpe. Ja, ich weiß. Mach du mal. Mich triggert das mit dem Menü. Da kam diesmal nichts. Okay, ich habe Fragen. So. Oh. Hi. Cooper Piper zu eng. Fußt. Am geilsten ist aber die Polizei, die daneben steht und dann einfach gar nichts macht. Das ist eigentlich noch das viel, viel geilere daran. Wer soll denn da reinkommen? Jetzt mal ganz im Ernst. Wer soll von der Kurve da eben direkt da reinkommen? Geht doch gar nicht. Oh Gott. So. Mach weg das Ding. In der Hoffnung, dass es jetzt wenigstens normal aussieht. Und ich habe gestern extra angegeben, kein Tutorial. Kann ich das nicht irgendwie ausschalten? Weiß das einer? Kann ich... Ich will die scheiß Tutorial einfach nicht haben. Wozu gebe ich es an, wenn ich es nicht abändern darf? Oh. Okay, gut, wir müssen mit Tutorial leben. Ich habe keine Wahl. Aber es sieht jetzt so aus, wie ich... Oder fast, wie ich es gewohnt bin. Nee, hier unten fehlt noch was. Ich will aber meinen nächsten Auftrag nicht finden. Oh. Lieber Gott im Himmel. Guten Morgen. Dass ich jetzt halt einfach schon so lange Fahrten fahren kann. Ich fahre erstmal nach Bremen.
Gut. Haben wir das Ding an? Licht, wenn ich jetzt reingehe. Okay. Wehe, ich werde jetzt mit irgendwelchen Tutorial-Nachrichten zugespammt. Wehe. Dann flüchte ich. Dann flüchte ich zu meinem anderen Spielstand. Oh Gott. Jetzt mal wieder frage ich mich, warum spiele ich nochmal Simulatoren mit euch? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir kommen niemals lebend an. Achso, aber eins wollte ich tatsächlich machen. Damit ich ein bisschen Unterhaltung währenddessen habe. Wo ist es? Brauche ich nur noch halb nachdenken. Und zwar, wo war es denn? Gab es nicht irgendwo diese Navi-Einstellung? Hier. Hallo Helga. Lass uns loslegen. Danke. Kann leider nicht. Oder geht das? Warte mal. Ich glaube, das ist trotzdem noch zu laut. Ich habe leider auch keine Musikdings. Egal. Schau mal. Ich weiß, ich bin gerade rausgetappt. Ich will nämlich Musik einmal anmachen. Das ist nicht gerade zum LKW fahren, aber egal. Ich habe erstmal irgendwas an. Wie gesagt, es passt jetzt nicht musikalisch, aber ich kann leider kein Radio anmachen. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Nee, Ampel wird gerade rot. Geht nicht. Brumm, brumm. Ich hätte es halt gerne. Ich weiß nicht, ich hätte gerne eine etwas realistischere Map. Also gut, durch die Mod sind jetzt halt so Sachen wie Soltau und Uelzen und sowas dazugekommen, ja. Und noch ein paar Autobahnspuren sind halt dazugekommen. Ich hätte gerne noch ein bisschen realistischer. Ich bin sehr eigen, was das angeht. Muss ich schnell in die Arbeit noch mal was holen, was ich vergessen habe. Alles gut, Masaki. Außer einem kleinen Spielwechsel und Ärgernis mit dem Tutorial, was ich eigentlich abgeschaltet hatte, das aber dann scheinbar doch nicht abgeschaltet wurde. Ja, hast du nicht viel verpasst. Also alles gut. Mehr Bum-Bum.
Ja. Wie gesagt, ich hätte einfach gern etwas mehr. Die Mod ist schon cool, die ich habe. Schon echt cool. Ja, ich achte auf die Geschwindigkeit. Vor allem, die zeigt halt auch an, wenn ich jetzt in andere Bundesländer und so fahre. Das ist halt echt, das ist schon cool, aber. So, ich weiß nicht, so mehr Details aus der Umgebung. Ein bisschen jedenfalls. Wäre ja nicht verkehrt. Kurz Ost. Kurz aussieht ein bisschen anders aus. Ja, theoretisch. Recorder und Disney VS Kassetten bekommen, die ich verkaufen will. Sehr cool. Kassettenrekorder haben wir hier auch noch stehen. Cool, aber nicht cool genug. Genau, Arno, genau. Weil zum Beispiel hier fehlt halt eigentlich so viel. Ja, schön. Osnabrück, ja, toll. Ich weiß nicht, da fehlt was. Ich glaube, ich bin einfach nur sehr wählerisch. Wobei, wenn ich bedenke, wie das Spiel damals ausgesehen hat, weil ich kenne es ja noch, da war es kein Jahr alt, das ganze Ding. Ich glaube, da war es sogar noch im Early Access. Glaube ich. Damals, wo ich es gekauft habe. Walsrode! Es geht aber schnell nach Walsrode. Hust. Da hast du noch nicht mal großartig Bäume oder sowas erkannt. Das waren Striche. Das war halt. Also so geteilreich, wie es jetzt ist. Das war es damals nicht. Was? Oh. Pferden, Allah. Bad Farling Bostel. Hi. Das sind 28 Filme, die ich bekommen habe. Und fast alle von Disney. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Diese Auffahrt stimmt schon wieder. Oder? Doch, die müsste stimmen. Selbst nach dem Umbau. Ich habe mal Attacks gespielt, aber bis jetzt keine Strecke geschafft, weil die hier bin ich hier mittendrin eingepennt. ja, gut. Lass uns gucken, was man dafür bekommen kann. Also einzelne Disney-Kassetten gehen auf jeden Fall gut weg. Da kann man tatsächlich gut Geld mitmachen. Es kommt halt drauf an, ist es die Originalverpackung, ist da dieses komische Emblem mit drauf? Ist ja, glaube ich, so ein Disney-Emblem mit drauf. Da gibt es dann auch manchmal noch recht viel Geld für. Wie alt oder wie selten ist das Ding gewesen? Also man kann Geld mitmachen. Aber ich bin tatsächlich jemand, ich sammle die Dinger. Aber ich habe fast alle, glaube ich. Ich meine, ich habe fast alle. Das ist ganz schwer zu sagen, weil ich die Hälfte schon in den Umzugskisten habe. Und alles ist original. Solltest du eigentlich gut Geld mitmachen. Denke ich. Ja, wo fährt sie denn hin? Ich glaube nach Bremen war das. Nach Bremen fahre ich. Ich kaufe sie für 5 Geld. No. Wie gesagt, ich hätte so gern mehr Möglichkeiten hier noch. Aber ich sollte, glaube ich, zufrieden sein, wenn ich bedenke, wo ich selbst mit der Mod überlegen kann. Und was ich sowieso schon alles zu erkunden habe, ist auch überhaupt nicht viel. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht viel. Ich habe es auch noch nie geschafft, das ganze Ding vollzukriegen. Für 5 Geld gibt's was auf die Nase. Oh. Schön. Schön, schön. Aber bitte nicht zu doll, das könnte wehtun. Ich wollte einfach nur mal gucken, was ich da eigentlich transportiere. Mach dich eh mal was essen. Mach das, Iron. Was gibt's denn? Was gibt's denn?
Ein leeres, echter Luftballon mit Naturgas dazu. Nein, nicht wieder die Naturgas. Was ist mein Uf? Nein, Hilfe. Ich wollte nur gucken, was man jetzt von mir wollte. Ich weiß, Handy am Steuer. Ach so, wieder nur Wetter. Ich weiß noch, wie das Wetter ist. Oh Gott, ich habe das Gefühl, ich muss gleich abfahren. Habe ich ordentlich Masse aufgebaut. Habe bereits mehr Kraft als ein Kollege mit ca. 10 Jahren Berufserfahrung. Nicht schlecht. Ebertbrücken. Habe ich das gerade richtig gelesen? Ich muss auf jeden Fall so nicht abfahren, das ist gut. Seebalzbrück. Seebalzbrück, so heißt das Ding. Okay. Aber ja, ich bin gerade wieder in so einer kleinen Eurotruck-Sucht. Die hat sich jetzt gerade über die letzten Tage wieder geäußert. Mach ein Sandwich. Habe Rührei in die Pfanne gegeben, da zwei Scheiben Toast rein, damit mitrösten. Da kommt dann noch Käse und Bacon mit rein. Ist dann zusammengeklappt. Ich bin gespannt. Mach ich zum ersten Mal. Schmeckt lecker! Oh. Nein, ich habe keinen Unfall verursacht. Ich habe mich auch nicht erschreckt. Oh, ich bin in Bremen. Hallo, Hybrid. Der Unfall ist nie passiert. Den hat keiner von euch gesehen. Da ist nichts passiert. Nicht das Geringste. Es ist alles gut. Nimm die Ausfahrt rechts. Ich nehme die Ausfahrt rechts, ist sehr gut. Ich fahr ja schon runter. Ich fahr ja schon. Hier weg. Das fährt un... keiner. Gar kein Unfall. Hier ist nichts passiert. Nein, ich fahr super. Ich sollte aufhören, auf den Chat zu achten. Also, für die nächste Fahrt, ihr dürft wetten, schaffe ich mal eine Runde, ohne dass ich irgendwo gegenknalle? Ihr dürft gerne Wetten abschließen. Ich sage nein, ich wette gegen mich selbst. Ich sage nein. Das funktioniert eh nie. Hi. Schätze, ach, das ist wie im Auto auf Warte zu gucken, ja, ist so. Sollte man vielleicht nicht tun, oder? Geil wäre es halt, wenn man den Chat halt irgendwie direkt hier vorne einblenden könnte, aber ja. Aber gut. Egal. Ja, ja, ich biege ja schon nach links ab. Ist ja gut. Ja, ja, ja. Agro-Nord. Sind die alle aggro? Ich weiß, der war schlecht. Ich achte gleich wieder auf den Chat. Alles gut. Ich will den übrigens halbwegs sicher hier an Land kriegen. Sie sind am Ziel angekommen und ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Das freut mich. Das freut mich, dass meine Routenführung abgeschlossen ist. Neuling. Fernfahrten. Warum werde ich hier schon wieder angeschrien? Gibt es da nicht auch irgendwas für Menü? Menü. Da. Wie geht's dir jetzt? Mein Teich atme. Ich bin K.O. So, besser wird's, glaube ich, heute nicht mehr. No. Na, das Wölfchen. Mit dem Atmen schließe ich mich an. Magentechnisch geht's so eher so semi. Aber ich habe wieder Internet. Also, es geht schon mal besser als gestern. Aber ich gute Laune. Oh je. So.
Aufträge. In Bremen sind wir gerade. Burg auf Fehmarn. Oberhausen, wo ist Oberhausen? Ach, da ist Oberhausen, okay. Berlin, Kopenhagen, Herning. Wo ist Herning? Was ist Herning? Ja, ich bin immer lieb. Ich bin immer lieb. Siehst du nicht den Heiligenschein über meinen Kopf? Was? Junge Setzlinge. Bock auf Fehmarn. Oberhausen, Düsseldorf, Amsterdam, Bonn. Ich weiß nicht, wo ich hinfahren will. Kopenhagen. Nee, nach Berlin will ich nicht. Holt mal nicht, da war ich gestern schon. Da bin ich gestern schon zweimal lang gefahren nach Berlin. Ohne Witz, tatsächlich. Ich habe gestern, weil ich ja nicht so das Internet hatte gestern, bin ich sehr viel Eurotruck gefahren. Und irgendwie haben mich meine Routen ständig nach Berlin geführt. Berlin, wir fahren nach Berlin. Nein, wir fahren nicht nach Berlin! Aus! Ich will das nicht. Wollen wir in Deutschland bleiben oder wollen wir außerhalb Deutschlands fahren? Also, an einen Ort außerhalb von Deutschland. Immer artig, abartig, bösartig. Korrekt. Aber eher abartig als bösartig. Glaube ich. Dick. Wann hab ich? Na, Belgien habe ich, glaube ich, nichts. Nee. Na, Belgien habe ich nichts. Ich kann nach Dänemark fahren. Ich kann in die Niederlande fahren. Und ich kann in Deutschland rumfahren. Wollen wir nach Amsterdam? Wollen wir Knoblauch wegbringen? Das klingt irgendwie auch falsch. Wollen wir Knoblauch wegbringen? Hm, okay. Spiel. Ja, ich habe halt leider noch nicht so viel. Ich blöde Kuh habe halt den Spielstand gelöscht gehabt. Das ist vor einigen Wochen. Wir hatten ja schon mal einen. Aber ich blöde habe es mal wieder geschafft, den zu löschen. Komm, wir fahren nach Amsterdam. Wer möchte nicht gern Knoblauch? In Amsterdam, der geht nicht der Knoblauch. Nee, ich auch nicht. Oh. Von Amsterdam. Okay, wir fahren los. Ja, schön, wir fahren los. Danke, Navi. Ich habe noch nicht mehr gestartet. Ich habe das Licht angemacht. Ah, auf nach Amsterdam können wir auch gute grüne Öko-Sachen mitbringen. Wenn du da was findest, ja. Reinkommen, war das so viel, da du die Tür schließt. Nein, alles gut, Iron. Vielleicht kommen wir ja danach nach Belgien. Aber hey, wir bringen Grünzeug zum Land, wo man Grünzeug kriegen kann. So ein Name, wer ich bin. Gandalf! Du bist Gandalf! Bist du Gandalf? Nein. Wo ist mein Spiel hin? Du etwa Alu? Ja, glaube ich, habe mich verfahren. Kann das sein? Ich hätte, glaube ich, eben links abbiegen müssen. Na gut, ich biege dann hier links ab. Hallo, bist du das? Bist du das? Der lehnt da ja immer noch. Wie viele Tage sind jetzt vergangen, seit ich hier... Egal. Lächel doch mal. Okay, die Bewegung war...
Weil ich hier einen Tipp gebe. Das ist mir wieder mega falsch. Und ja, dachte ich halt auch, ne? Deswegen. Irgendwie. Ja, gib mal einen Tipp. Demnächst rechts abbiegen. Ich hasse das, wenn ihr euren Namen umändert. Bitte nach rechts ab. Bleib. Sei für Katzen. Ah, mein Tipp. Katzenohren. Ja, was für eine Frage! Das frage ich schon gar nicht mehr. Ihr wollt sowieso nur Flausch. Deswegen. Ich brauche gar nicht mehr fragen. Ich brauche es eigentlich gar nicht mehr reinsetzen. Ich sage einfach nur noch Flausch. Das war knapp mit dem Schild. Ja. Darf ich schon raten? Habe ich mir doch gedacht. Ich dachte so, hä? Ja, Junge, das mit dem Überholen war jetzt ja nicht so der Brüller, ne? Hast du gut gemacht, ne? Was denkst du, was jetzt passiert, hä? Wir sind hier nicht in England.